So, da sind wir wieder. Guten Morgen allerseits. Und hier ist Opa spielt Minecraft, der neue Let's Play-Kanal mit einem etwas älteren gesetzten Herrn, der versucht hier Minecraft zu spielen. Ich weiß nicht, wie gut ich das mache, aber ich spiele es schon seit einiger Zeit. Es ist ja nicht nur was für jüngere Leute, dieses Spiel hier, sondern wenn man sich vorstellt, was machen, wenn wir im Urlaub das Gleiche, was wir als Kinder gemacht haben. Wir spielen im Sandkasten. Als Kinder haben wir wirklich im Sandkasten gespielt und als Erwachsene spielen wir am Strand und bauen Sandburgen. Sowohl die Kinder, die Nachbarskinder haben dann unsere Sandkistenbauten kaputt gemacht und die nächste Flut macht unsere Sandburgen kaputt. Aber hier, das ist ja auch ein Sandbox-Spiel, dieses Minecraft, und hier wird nichts kaputt gemacht, außer vielleicht von irgendwelchen garstigen Creepern, die sich mitsamt unseren Errungenschaften in die Luft sprengen. So. Die Tür. Und jetzt machen wir das, was ich versprochen habe. Wir sind jetzt am Tag 2. Ja, da ist man doch wie Asterix. Freut man sich, dass der Himmel einem nicht auf den Kopf fällt, hier diese schwebenden Felsen. Gut. Wir sind also am Tag 2 und ich hatte versprochen, dass ich von Peaceful runtergehe. Das mache ich jetzt auch. Wo ist denn das jetzt hier? Options, da war es Peaceful. Das war jetzt nur am Anfang. Wir spielen jetzt etwas schärfer. Easy oder normal oder hart. Easy. Normal, hart, easy. Nein, wir spielen hart. So, das macht jetzt richtig Laune. Das sage ich euch. Denn jetzt muss man ein bisschen aufpassen, was man macht. So, erstmal mache ich mir hier an der Crafting Box noch ein paar Stöcker. Stöcki oder Stöcker. Bastle mir hier noch ein paar Werkzeuge. Denn diese Holzdinger da unten, die gehen sehr leicht kaputt. So, dann werde ich mal eine Axt bauen. Zwei Löffel hätte ich jetzt beinahe gesagt. Hier zwei Schaufeln. Eine Spitzhacke und ein Stein. Und ein Schwert und das alles aus Stein. Jetzt sortiere ich mir das hier wieder so, wie ich das immer mache und gern habe. So. Und jetzt tun wir das, was wir nicht brauchen, in die Kiste. Das brauchen wir alles nicht, denn wir werden jetzt anfangen, an der Burg zu bauen. Das ist eine Lebensaufgabe, sage ich euch. So, die Burg soll dann, wer stößt mich da an, oder war ich das selber? Die Burg soll, wie gesagt, alles aus Sandstein gemacht werden. Das heißt, ich werde dann irgendwann mal da hinten hingehen. Da sieht man noch den Sand. Ach, das Schaf lasse ich in Ruhe. Ich brauche keine Wolle mehr. 4 Schafe gleich. Das ist auch nicht schlecht. So, da hinten ist unser Sandabbaugebiet, unser geplantes. Dann brauche ich einen Wasserzugang, der ist hier. Da kann ich gleich mal mit anfangen. Ich habe nämlich vor, einen unterirdischen Zugang zur Burg zu machen.
einen unterirdischen Kanal. Und da kann man dann nämlich aus der Burg mit einem Bötchen heraus ins weite Weltmeer, obwohl dieses Weltmeer sieht eher sehr winzig aus, sieht eher aus wie ein Fluss und ein Sumpfgebiet. So, das mache ich mal 5 breit. So, 3 hoch. Das war. Upsa, da müssen wir hin. Und das können wir jetzt mal ganz zügig hier. Und da ist auch schon unsere Holzschaufel. Unser Holzlöffel. Da ist also schon unser Holzlöffel kaputt. Jetzt nehmen wir mal unseren Steinlöffel. So. Man sieht, man kommt schnell zu Rohstoffen bei Minecraft. Und das ist auch gut so. Man braucht dann nämlich nachher doch vielleicht etwas mehr, als man am Anfang dachte. So, jetzt wollen wir mal sehen, dass ich hier so, der Fluss fließt schon. Ich will den natürlich nachher in ein stehendes Gewässer umwandeln. Denn bergauf kann man ganz schlecht mit dem Boot fahren. Das wäre jetzt auch nicht so gut. Ein Loch im Boden ist auch nicht so ganz das Wahre. So. Das ist übrigens das Wort, glaube ich, das die Deutschen am meisten sagen. So. Na, ich finde also irgendetwas, wenn man irgendjemanden sagen hört, so, dann ist das bestimmt ein Deutscher. Da wette ich drum. Zumindest ja, er kann auch so sagen, denn es ist ein Engländer. Aber die Deutschen sagen häufig, oder sehr viele sagen so. Irgendetwas so. So, das habe ich geschafft. So, jetzt fangen wir mal was Neues an. So, jetzt machen wir da mal weiter. So, ist das wirklich so? So ist das. Und bei mir werdet ihr dieses Wort auch sehr häufig hören. Vielleicht zählt ja einer mit und schreibt das dann dahin. In die Kommentare oder auch nicht. Es gibt ja auch noch viel schönere Sachen, als hier Worte zu zählen. Das haben wir früher an der Uni gemacht, als unser Professor. Ah, da ist auch die Steinspitzhacke im Eimer. Als unser Professor auch immer irgendein Wort benutzte, was bei so ist es so, dass die Deutschen das ja gerne alle benutzen, aber dieser Professor hat halt Worte benutzt, die nicht jeder benutzt hat und die da eigentlich auch in den Satz gar nicht so hinpassten. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, welches Wort es war. Und das haben wir dann gezählt und diese Worte und haben dann nach dem Unterricht uns darüber kaputt gelacht, mehr oder weniger. So, jetzt lasst euch, ja, da war es wieder, jetzt lacht euch nicht kaputt, wenn ich jetzt hier oft so sage. Dieser Kanal geht dann also hier unterirdisch rein und biegt dann irgendwann nach links ab und kommt dann unten am Fuß der Burg. Da werde ich einen unterirdischen Hafen anlegen und da kann man dann schön rausfahren und reinfahren mit dem Bötchen. So, das war das. Ah, da war es wieder. Das war das erste. Jetzt bräuchte ich vielleicht noch etwas Kohle. Für die Fackeln nicht, sondern ich kriege Hunger, wie man sieht.
Wo steht denn die Sonne? Ich spiele ja auf hart, da muss ich ein bisschen aufpassen. Ich habe also keine Lust. Na. Irgendwie ist das hier widerspenstig, aber das ist mir egal. So, jetzt eine Kohle nur. Das ist mickrig. Sehr mickrig. Und es wird wohl doch schon wieder dunkel. Das heißt, ich werde... Da ist schon die Abenddämmerung. Ja. Und ich darf das nicht vergessen, dass ich ja jetzt hier im harten Modus spiele. Nicht im Hardcore-Modus, um Gottes Willen. Also, ich weiß nicht, wer darauf gekommen ist, auch einen Hardcore-Modus anzubieten. Ja, wer das gerne möchte, vielleicht okay. Aber das bringt doch nichts, meiner Meinung nach. Also, weil da wird ja, wenn man stirbt, alles gelöscht. Der sprengt mich jetzt hier. Ich habe jetzt die Burg fertig gemacht. Nehmen wir mal an, das sind jetzt in, da ist es schon dunkel. In 100 Tagen habe ich die Burg fertig gemacht und ja. Und dann sprengt mich ein Gräber in die Luft und nichts ist gespeichert. Alles wird gelöscht. Schlimm, fürchterlich. Und das mag ich nicht so. Jetzt lege ich mich hin und schlafe und wünsche euch auch eine gute Nacht. Bis zur nächsten Aufnahme dann.